Hallo zur 59. Ausgabe von defi.jetzt, vorläufig die letzte Ausgabe mit uns dreien zusammen. Deswegen heißt es halt auch Abschied von Ralf und Mario, weil ich das Projekt jetzt alleine weitermachen werde und Ralf und Mario nur hin und wieder mal, wenn es sich ergibt, mit dabei sein werden. Hallo Mario, hallo Ralf erstmal. Ja, ja, hallo Thor und hallo in die Runde. Ja, hallo auch liebe Zuhörer und Zuschauer, herzlich willkommen. Genau, legen wir gleich mal los. Wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal eine Rückblicksfolge machen, dass wir uns austauschen, welche Folgen von unseren über 59 sind es ja eigentlich, mit Tutorials und so weiter, am besten gefallen hatten. Einige Folgen waren ja auch mit A, B und teilweise auch mit C. Ralf, fang du mal an. Was waren so deine Folgen, die da noch ganz gut im Gedächtnis geblieben sind und dich ein bisschen beeindruckt haben? Ja, gerne. Was heißt beeindruckt haben? Ich meine, wir haben sie auch selber ausgewählt und natürlich war durchaus einige beeindruckende, aus meiner Sicht oder unserer Sicht, Dinge entstanden. Bei mir ist ja bekannt, ich bin immer so ein bisschen gerne auch technisch ausgerichtet und mich haben unter den ersten 10 vor allen Dingen das mit dem Sergei Kunz von OneInch, wie er seine digitale oder Decentralized Exchange, das war wirklich DeFi, das Thema. Und auch Skalierungstechniken mit Christoph Jentsch. Christoph ist ja bekannt, Corpus Ventures jetzt, früher Slockit, Erfinder der DAO. Das war auch sehr technisch interessant. Und dann auch die DeFi Bridge, wo wir das ja über 3 Folgen mit Johannes Pfeffer, sehr technisch, aber auch immer mit Johannes sehr weitblickend, wie sich DeFi und oder Blockchain-Technologie, Krypto im Allgemeinen entwickelt. Ja, ich fand dann auch Alex Anarcho. Wir hatten ihn ja 2-mal, aber das Thema mit Monero dort. Und dann auch die 2 Cafés, einmal zur Central Bank, also Central Bank Digital Currencies. Das war ja eine Kombination, was wir als Kaffee aufgezeichnet haben, des Blockchain-Meetups, die Diskussion, auch das technische Zero-Knowledge-Proof-Vorschlag von dem Fraunhofer-Institut. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann auch die Tokenisierungsdiskussion mit Charmin Fockengier. Da waren ja auch noch andere beteiligt, Christoph Jentsch unter anderem. Token Economy ganz in der Mitte, das war auch ein sehr weit vorausblickendes Thema. Hat mir sehr gut gefallen. Iserisk, dezentrale Versicherung. Ja, und dann durchaus 3 sehr technische Folgen. Die Shift Crypto mit dem Hardware Wallet und Luxo, die jetzt erst durchstarten. Die Blockchain wird ja demnächst ja, doch produktiv gehen. Gashawk von Corpus Ventures mit Daniel Pfeffer. Und wir haben aber auch in Erinnerung, oder ich habe auch sehr gute Erinnerung, ein paar nicht ganz so technische Folgen. Das ging einmal dort um Krypto und Recht mit Professor Markus Büch. Der organisiert ja mit mir zusammen auch das Blockchain-Meetup Saxony. Und vor allen Dingen das Thema freie Privatstädte mit Titus Gebel von der Free City Foundation. Und da findet demnächst auch wieder was Interessantes in Prag statt, 3 Tage, da werde ich auch zugegen sein. Und die 2 Folgen zur steuerlichen Auffrischung oder generell zum Thema Steuern und Krypto mit Falco Tappen. Das waren die Folgen 44 und 56. Also meine Lieblingsfolgen oder meine Erinnerung sehr weit gestreut. Wie gesagt, ich habe ja auch durch die Gründung des Blockchain-Meetups 6 und hinten nur eine technische Ausrichtung, sondern ich will auch Bildung und das Volk bringen. Und das ist uns an einigen Stellen ganz gut, glaube ich, gelungen, ein bisschen aufzuklären, ganz interessante neue Sichtweisen zu präsentieren. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ganz gerne. Ja, die Thematik, warum steige ich jetzt aus? Warum macht der Tor das weiter? Aus meiner Sicht sind wir, oder das ist mein Gefühl, haben wir dort ein bisschen so, naja, so eine finanztechnische Richtung dann genommen. Diese Folgen haben mir oder diese Ausrichtung hat mir dann nicht ganz so gut gefallen.
Aber es ist auch eine zeitliche Frage. Ich glaube, ich werde hin und wieder mal mit einem technischen Thema Anfrage bei Tor vorbeikommen, wenn ich der Meinung bin, ja, das könnte sich lohnen, dass man dort im Rahmen des DeFi-Podcasts mal eine technische, das wird dann mehr ein Angebot an Tor sein. Vielleicht mache ich demnächst auch aus dem Blockchain im Meetup Saxony heraus was anderes, eigenes, das kann ich noch nicht sagen. Es war eine gute Zeit, wir haben uns zur rechten Zeit getroffen. Wir sind ja gestartet 2021 im März mit der ersten Folge. Später ist ja dann der Mario dazugekommen. Was heißt später? Ein bisschen später. Bin ja nicht angetreten mit einer Gewinnerzielungsabsicht, aus dem Podcast finanziellen Gewinn zu schlagen, sondern um einmal interessante Leute kennenzulernen und zum anderen natürlich auch um zu informieren, um selbst auch zu Themen, die ich nicht ganz so gut kenne, informiert zu werden von den Leuten, die wir eingeladen haben. Das waren so meine Lieblingsepisoden oder an die, die ich mich über die Zeit jetzt 59 Beiträge so am meisten erinnere. Was ist eure Meinung? Was sind eure Lieblingsmethoden? Episoden. Ja, ihr könnt es ja, in die Mensch. Kommentare schreiben und als nächstes kann halt der Mario gleich was dazu sagen. Einige deiner Folgen habe ich auch bei mir aufgeschrieben oder ich habe nicht alle aufgeschrieben. Du hast aber ein paar Schreibfehler. CBDC, Central Bank Digital Currency, da hast du einen Buchstabendreher drin. Und bei den Kaffees hast du immer die Nummer des Kaffees geschrieben und nicht die Episode. Also Blockchain-Kaffee Nummer 5 war Episode Nummer 50. Aber das nur so am Rande. Mario? Du warst ja, da kann ich jetzt auch mal, darf ich jetzt auch, der Ralf, der lässt ja kaum noch zu wünschen übrig, der lässt ja einen Redesturm hier auf alle los. Da kann man ja kaum noch was ergänzen, ey. Also zum Grund erstmal bin ich beim Ralf genauso mit. Das sollte ja hier ein Podcast sein, in dem wir so ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben und interessante Leute treffen, die wir auch getroffen haben. Danke an dem Punkt hier schon mal an alle unsere Gäste. Das war super, super, super geil mit euch. Und das zweite größte Problem, was ich bei mir gerade sehe, ist, ich sitze hier als jetzt ganz große Gänsefüßchen-Profi und soll euch etwas von Krypto erzählen, aber kenne mich leider zurzeit gar nicht mehr so wirklich aus und muss deswegen auch erstmal wieder eine Zeit lang zu Krypto zurückfinden, um mich wieder neu verlieben. Und dann bin ich vielleicht auch wieder bereit, jemanden etwas genauer zu erklären, beziehungsweise auch mal ein paar schärfere Fragen zu stellen. Zu den Episoden von mir, der Ralf, der hat ja fast, hätte man ja fragen müssen, welche Episode er nicht so mag. Ich habe mich versucht, ein bisschen zurückzuhalten. Bei mir ganz oben sind die Steuerepisoden mit dem Falco. Die hatte der Ralf auch schon genannt. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Es hat Spaß gemacht. Der Falco ist ein cooler Typ. Der erste große Gast, also das war die Episode 44 und 56. Dann bin ich auch großer Fan gewesen von unserer Episode mit dem Sergej. Der hatte da seinen One-Inch vorgestellt. Der war dann auch nochmal in einigen Tutorials mit dabei und hatte uns ja sogar ein paar Token gespendet. Das war auch ganz cool. Da hatten wir euch eine Episode gezeigt, wie ihr euch auf die Binance Smart Chain verbindet. Ganz lange her im Krypto-Bereich. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre her gefühlt. Und dann meine auch sehr, sehr ganz oben angebundenen Episoden sind die mit dem Johannes Pfeffer, also DeFi Bridge. Da war ich zwar nicht mal dabei, die habe ich nur gehört, aber ich persönlich könnte dem Johannes sowieso stundenlang zuhören. Von daher war das ein Fest. Das war insgesamt, glaube ich, fast 4 Stunden, 4,5 Stunden. Der Johannes, mit dem habe ich letztens zusammengesessen, der sagte, er macht das eigentlich gar nicht gerne, solche Podcasts überhaupt, weil er das blöd findet, weil dann das immer so festgeschrieben ist, was man da erzählt. Und da hat er recht. Normalerweise müsste man die Episoden löschen, weil vieles, was gesagt wurde, auch schon wieder überholt wurde. Aber trotzdem immer wieder, finde ich, selbst wenn man die jetzt unter diesem Gesichtspunkt sich anhört, bestimmt immer noch Bomben-Episoden. Wenn man im Hinterkopf behält, es könnte ja vielleicht anders sein und jetzt nicht auf Twitter rennt und einen Shitstorm anfängt oder sowas. Genau, das waren meine drei großen Lieblingsfelder und dann ich nehme das mal vorweg, das kommt beim Tor auch nicht, aber beim Ralf fast auch nicht. Was ich auch immer sehr genossen habe, war die monatlichen Rückblicke mit euch beiden und unseren Gästen. Weil da war wirklich mal, da haben wir das reingebracht, was uns interessiert. Der Ralf kam mit seinen News, der Tor, der kam auch mit News und wir waren alle einfach in einem Gespräch vertieft. Und das war eigentlich am tollsten. Auch einer der Gründe, warum ich hier mitgemacht habe, um mein Wissen auch mitzuarbeiten. Und das hat funktioniert.
Danke an euch beide dafür. Und wie gesagt, danke an alle Zuhörer und vor allen Dingen aber auch an unsere Gäste und danke, danke. Stimmt, kann ich mich dem anschließen. Bei mir halt auch, war dann irgendwann die Seite voll, die Skalierungstechnik mit Christoph Jentsch, fand ich, den kann ich auch mal ewig zuhören, genauso wie mit dem Johannes. Und zu dem, was du eben gesagt hast, Mario, hat der Johannes mir gegenüber natürlich auch verlautbart. Aber ich muss halt sagen, eine Zeitung oder auch wir haben ja eine bestimmte Chronistenfunktion. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gab es halt dieses Wissen und diese Ansichten über das, was da draußen passiert. Und die entwickeln sich halt auch weiter. Und von daher ist Fahrrad ist auch nicht mit Gangschaltung und Gepäckträger erfunden worden, sondern es war halt ein Prozess, wie man da hingekommen ist. Wenn man Sachen lernt, dann fängt man da auch erstmal einfach an und geht quasi mit der Geschichte beim Lernen mit. Den Markus Büch, den schätze ich auch sehr, weil der natürlich auch mal einen ganz besonderen Blick auf die Sachen hat. Nicht nur Krypto, sondern auch Richtung DAO und ähnliche Sachen. Beim Alex Anarcho hat mir die Folge natürlich mit zum Geld, also die Philosophie des Geldes, am besten gefallen gehabt. Gut, ich hatte ihn ja auch diesbezüglich eingeladen gehabt, von daher ist es klar. Die mit dem Thomas Nägle bezüglich Tokenisierung fand ich recht interessant, weil die Lichtensteiner da mit dem Blockchain-Gesetz sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben die Rollen klassifiziert, welche da so im Rahmen des Tokenisierungsprozesses definierbar, erkennbar sind und haben versucht, da Rechtsrahmen zu schicken. Ich fand das zu definieren. Ich fand das sehr vorausschauend und deswegen hatte ich ihn damals auch im Meetup bei mir in Stuttgart und ihn hier halt auch nochmal eingeladen. Christoph Bergmann, den schätze ich auch immer, der ist auch immer so freigeistlich, ein bisschen anders unterwegs auf die Sachen. Ja, da hat man ihn ja auch mal eingeladen zu seinem Buch Bitcoin, die unheimliche Geschichte vom Aufstieg eines neuen Geldes. Auch ein bisschen so ergänzend, nicht konträr, aber ergänzend zu der Philosophie des Geldes vom Alex Anarcho. Was ich auch sehr spannend fand oder interessant, waren die Geschichte mit den NFTs. Was wir da mit Dr. Annette Doms besprochen hatten. Und mir natürlich auch logischerweise gut gefallen hatte, waren die mit dem Christian Lenk von der Profit Wallet, wo wir dann vor allen Dingen speziell die 58b, wo wir dann in die Bereiche eingetaucht sind, NFT, Play to Earn, um da ein bisschen von deren Wissen, deren Erfahrung in dem Bereich abzuzapfen und das halt auch ein bisschen praktikabler, ein bisschen anschaulicher zu machen. Weil wenn man jetzt da so trocken drüber reden wie über die NFTs, da gibt es halt wieder ganz andere Sachen und die fand ich halt interessant. Ich bedanke mich ganz doll, dass wir das hier zusammen machen konnten. War eine schöne Zeit. Treffen uns bestimmt wieder. Vielleicht noch ganz kurz, also die DeFi-Gespräche wird es weitergeben, das Blockchain-Café wird es weitergeben. Die Cafés meistens in Zusammenarbeit, entweder mit dem Ralf oder mit den Stuttgartern oder mit jemand anders. Blockchain Espresso, also kurze Episoden, da haben wir einen eigenen Podcast-Kanal. Bei YouTube sind sie alle auf dem gleichen und in der Telegram-Gruppe auch. Da stehen auch die Daten hier. Defi.jetzt ist die Homepage und Defi-jetzt und Defi-chat in Telegram. Und, ich mache jetzt auch ein paar Wochen Urlaub und Ende Oktober wird es halt die ersten Episoden wieder geben, die neuen. Ralf und Mario werden dann auch irgendwann mal wieder aufschlagen. Und das Themenspektrum wird so wie bisher sein, allerdings ein bisschen erweitert werden. Also es wird Technologie-Podcasts geben, aktuelles, wissenswertes und zeitloses. Aber ich werde auch Projekte vorstellen, die ich interessant finde, wo man mitmachen kann oder wo man halt auch einsteigen kann, sprich als Investor Aktien kaufen, Token kaufen oder was auch immer. Ob man das dann macht, ist ja jedem selbst überlassen. So, in diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für das Begleiten auf unserem Weg. Und Mario und Ralf danke ich auch für die anderthalb Jahre. Waren interessante Sachen. Wir sind recht unterschiedlich, aber ich denke, wir hatten uns recht gut ergänzt. Auch wenn wir ab und zu mal ein paar Streitgespräche hatten, weil wir unterschiedliche Meinungen haben, finde ich aber immer gut, weil dann der Zuhörer und Zuschauer sich aussuchen kann, welchen Argumenten er folgt. Ja. So, in diesem Sinne, bis demnächst. Macht's gut, ihr beiden, und macht's gut, Leute. Hat mir Spaß gemacht. Jo, also. In dem Sinne. Tschüss.